Guten Morgen, es ist 5 vor 8. Wir sind eigentlich schon fertig. Also, Ben muss nur noch einen Pullover anziehen und dann sind wir fertig. Die Kinder haben schon gefrühstückt. Ich habe mich schon fertig gemacht. Mia ist auch schon fertig, ne? Ich bin ganz fertig. Ihr noch nicht vorhin. Genau, ich habe noch keine Schuhe an, ne? Ben braucht ja noch seinen Pullover und so. Und es ist, wie gesagt, 5 vor 8. Also, dadurch, dass Koya ja so früh aufsteht und dass wir die Kinder quasi um 7:15 wecken und dann oben noch frühstücken, sind wir mal ganz schön früh dran. Ich möchte gleich noch einkaufen gehen. Also, nachdem ich Mia in den Kindergarten gebracht habe, ne? Du darfst erst in den Kindergarten gehen, Mia. Komm mal zu Mama. Meine Schuhe. Oh, toll. Das waren die neuen und jetzt sind die schmutzig. Mia hat ein bisschen Husten und ein bisschen Schnupfen, aber alles so normal. Das Wetter ist halt einfach so ein bisschen herbstlich, ne? Ben findet es gar nicht lustig, in seinem Gefängnis da zu sitzen, in seinem Dings. Aber sobald ich ihn raussetze, macht er nur Scheiße. Und deswegen habe ich ihn, solange ich Mia fertig gemacht habe und sowas, in seinem Bett gelassen. Genau, also wir starten jetzt in den Tag relativ früh und ja, als erstes bringe ich Mia in den Kindergarten. So, es ist jetzt mittlerweile schon 11 Uhr. Ich bin gerade im Auto, Ben ist hier auch. Wo ist Ben? Da ist Ben. Ich muss mal kurz gucken. Ich war bei meiner Freundin gerade, also nach dem Kindergarten. Das haben wir relativ spontan gemacht, haben ein bisschen was gegessen, ein bisschen gequatscht bei ihr. Und ja, ihr Sohn ist jetzt mittlerweile müde. Ben ist müde und deswegen fahre ich jetzt erst nach Hause. Also ich war quasi nach dem Kindergarten noch gar nicht zu Hause. Ich wollte eigentlich einkaufen gehen und alles, aber habe ich ein bisschen ja, nach hinten verschoben. Jetzt muss ich erstmal schnell nach Hause und Ben hinlegen, weil der schläft mir so gleich ein. Ich muss erstmal laut Musik anmachen, dass er nicht einschläft, aber ich bin in 3 Minuten zu Hause. Und dann sehen wir uns zu Hause nochmal. Bis gleich. So, ich bin jetzt ganz schnell nach Hause gefahren. Ben ist in der letzten Minute noch da die Augen zugemacht. Ich habe ihn dann ganz schnell wieder aufgeweckt und schnell hochgebracht. Der hat geschrien wie am Spieß, der war so müde. Und dann habe ich ihn in seinen Schlafsack gelegt, ne? Und der war richtig glücklich in seinem Schlafsack. Er hat sofort aufgehört zu weinen. Er wusste, jetzt gibt es gleich eine Milch und ich kann gleich ins Bett gehen. Und ich habe ihn jetzt rübergebracht zu meiner Mama. Dann kann ich mich jetzt mal ein bisschen um das Chaos hier kümmern, weil heute bekomme ich Besuch von Luisa. Luisa ist eine Freundin von mir. Also die ist ja auch immer bei YouTube. Also schreibt sie mir immer drunter. Hallo Luisa. Und wir sind damals so zusammen aufgewachsen, bis wir, ich weiß gar nicht, wie alt wir waren. 13, 14 oder sowas. Ich weiß noch, Luisa und ich, wir waren auch zusammen in so einem Ferienlager in Otterndorf. Und sie ist dann halt nach Frankfurt gezogen oder in die Nähe von Frankfurt. Und seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen. Also schon richtig, richtig lange. Also schon über 10 Jahre auf jeden Fall. Und ja, die ist jetzt im Moment in Hannover bei ihrer Oma und zu Besuch. Und deswegen kommt sie nachher zu uns. Und ich muss jetzt hier ein bisschen aufräumen, damit es halt gut aussieht. Und ich muss auch noch das Video schneiden für heute. Und ich muss auch noch einkaufen gehen. Es sind alles Sachen. Wir haben uns eben gerade spontan mit Nesche, also mit meiner Freundin, getroffen. Ben und ich und ihr Sohn. Und ja, eigentlich habe ich gar keine Zeit dafür gehabt, aber ich hatte halt total Lust. Und ja, manchmal muss man auch das machen, worauf man Lust hat, ne? Und nicht immer nur die Pflichten. Und ich muss eigentlich auch unbedingt, ey, ich habe am Sonntag ja was bei eBay versteigert, also 3 Hosen und einen Rock. Und die muss ich unbedingt verschicken, die liegen hier immer noch. Und ich habe es noch nicht gemacht, und heute ist Donnerstag, ey. Schande über mich, aber irgendwie, ich bin nicht dazu gekommen und immer, wenn ich das machen wollte, dann habe ich es vergessen und ja, ihr wisst es, das muss ich jetzt auf jeden Fall machen und deswegen fange ich jetzt ganz, ganz schnell an. Es ist jetzt 10:45 und ja, ich hoffe, Ben schläft mindestens bis 1, dass ich jetzt hier fast 2 Stunden Zeit habe. Ich hoffe mal. Also, jetzt räume ich erstmal ganz, ganz schnell auf und dafür nehme ich nicht die Kamera mit, weil es muss schnell gehen. So, der Ben ist jetzt wach. Ich habe ihn gerade abgeholt von meiner Mama. Mia ist auch schon da, es ist schon 2:15. Ich habe auch die eBay-Sachen endlich fertig gemacht und jetzt gibt es für Ben Mittagessen. Und zwar ist das hier so ein Gemüsereis, den gab es bei mir im Kindergarten. Und wir kriegen ja immer die Reste, kann immer jemand mitnehmen. Und ich wollte das unbedingt mitnehmen für Koya und halt für Ben jetzt auch. Und der hat schon ein bisschen Hunger. Und ich fütter den kleinen Mann jetzt erstmal. Gucken, ob du das möchtest. Warum holt er das immer raus? Warum holt er. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Guck mal hier im Mund rein. Klappt ja super, ne?
Probierst das nochmal ohne Kamera. Vielleicht ist es einfach nur kamerascheu oder so. So, wir sind jetzt im Garten. Meine Freundin Luisa ist auch da. Darf ich dich zeigen? Nein, du willst nicht gezeigt werden, ne? Ich habe damit kein Problem. Sie hat damit kein Problem. Da ist Hallo. Sie. Ja, vielleicht seht ihr sie auch manchmal. Sie das kommentiert ja auch manchmal unter meine Videos. Leider viel zu selten. Kommentier mal mehr. Und Ben hat gerade eine Tüte Gummibärchen in der Hand. Mia und Tamino spielen gerade so einigermaßen. Mia! Das ist ein Wasser! Sie hat gerade Wasser an. Das ist ein Wasser. Ich bin gerade voll nass hier. Sie hat gerade die Fliegenklatsche unter Wasser getaucht. Und Ben ist ein bisschen nölig, der will ein bisschen hier rumlaufen, aber der ist ja gestern schon im Pool gefallen. Mama! Und deswegen lassen wir das Mama. Erstmal. Und ein bisschen krabbeln darf er. Mia! Plumps. Ja, und wir quatschen jetzt hier noch ein bisschen und haben uns ja, wir haben gerade überlegt, wie lange wir uns schon nicht gesehen haben. Aber ich glaube, mit 4 bist du weggezogen, 12 oder 13, ne? Ja, mit 12. Überleg mal, mit 12, dann sind das 15 Jahre. Wir haben uns 15 Jahre nicht gesehen. Ben ist schon wieder am Pool. Ich hab die. Komm mal zur Mama. Ich hab die Luft. Mia, warum machst du das denn die ganze Zeit? Oh, dieses Kind. Wir haben uns 15 Jahre nicht gesehen und haben natürlich viel zu quatschen. Und das machen wir jetzt erstmal. So, wir essen jetzt gerade alle ein Eis. Was habt ihr denn für Sorten? Ich habe Stracciatella und Vanille. Was hast du für Pfefferminz? Pfefferminz und Pistazie. Was hat Mia? Ich habe 3. Ja, du hast eigentlich auch nur 2, aber da war noch ein bisschen was von der anderen da. Du hast einmal ein bisschen Nuss war damit bei. Schokolade und Vanille. Was hat Tamino? Tamino hat Waldmesser und Schokolade. Ja, und Ben darf was von mir abhaben, deswegen habe ich einen kleinen Löffel. Und jetzt essen wir erstmal unser Eis, weil dann schmilzt es. Ja, super. Da ist Baby Ben. In seinem Element im Sandkasten. Plumps. Hast du dir wehgetan? Nein. Achso, da ist doch Sand. Na dann. Da ist Baby Ben. Guck mal. Er liebt den Sandkasten. So, ich fange mal mit so an. Wir sind jetzt auf dem Weg wieder nach Hause. Wir waren auf dem Spielplatz noch. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg nach Hause und sonst vom Fahrrad. Und Luisa fährt doch bald wieder nach Hause zu ihrer Oma. Ja. Und dann wieder nach Hause nach Richtung Frankfurt. Wetzlar, genau. Die Kinder machen Inemene Hexenbrei oder sowas, ne? Und wir sehen uns nachher nochmal, weil Koya und Tiki noch einkaufen gehen. Er ruft mich auch gerade an, er ruft mich immer an. So, Koya ruft mich an. Wir sind jetzt einkaufen. Ich habe mir den Koya geschnappt. Und aber ich bin ja böse, sagt sie. Ja, okay, er ist böse. Immer. Hier ist Baby Ben. Mia ist zu Hause. Die malt nämlich in ihrem neuen Malbuch. Da kriegen wir sie gar nicht mehr von weg. Und Omi passt quasi auf sie auf. Oder passt Mia auf Omi auf? Ja, oder Omi, oder Mia passt auf Omi auf, wie auch immer. Hier, Simba ist ja eigentlich im Moment. Aber ich habe es heute wieder nicht geschafft, zum Simba zu gehen. Wir haben schon 19 Uhr. Und wir waren gerade im Rewe und fahren jetzt zu Lidl. Genau. Lidl lohnt sich. Lidl lohnt sich. Genau. Und ich darf einkaufen. Ja, ich hoffe, es eskaliert nicht so doll. Ben ist jetzt auch schon wieder unzufrieden. Und, weil er kein Brötchen mag. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns zu Hause, wenn wir was zu essen machen. Wir wollen nämlich heute noch irgendwas essen. So, wir sind jetzt bei Lidl angekommen. Ben ist eingeschlafen im Auto, ist jetzt total nölig, will nichts essen. Also will gar nicht. Und wir verschieben jetzt das Einkaufen. Koya setzt Ben jetzt nochmal ins Auto. Wir haben gerade eingeparkt. Und ja, Ben ist eingepennt. Ey. Und Scheiße, es ist aber auch schon 19 Uhr. Von mir selber schuld, dass sie so spät einkaufen gegangen sind. Ja, dann gehen wir wohl morgen einkaufen oder so. Und Ben geht gleich zu Hause ins Bett und ja, ich muss jetzt aber glaube ich nur noch mal schnell Brot oder sowas holen, weil wir kein Brot mehr zu Hause haben und Mia braucht ja morgen wieder Brot für den Kindergarten. Das werde ich jetzt schnell holen und aber Großeinkauf und somit auch der Haul fällt jetzt erstmal aus und ich muss noch ein Brot holen oder so.
ne? Brauchst du Geld oder Portemonnaie oder so? Gib nicht alles auf einmal aus. Ja, hier ist das Ding. Gib nicht alles auf einmal aus. Ja, ich hole jetzt erstmal Brot und ja, mal schauen. So, ich muss jetzt mal gucken, welches Brot ich hole. Ob ich jetzt einen Toast hole oder... Die haben hier kein Brot mehr. Also hier haben sie noch Buttertoast, aber nicht dieses Sandwich-Toast. Was ist das denn für eine Scheiße? Haben die hier auch kein Schwarzbrot mehr? Doch, das haben die noch. Im Sonnenblumenbrot. Und dann werde ich nochmal was essen wir denn heute? Oh Mann, ich bin so verplant. Ich weiß nicht, was wir essen sollen. Ich glaube, ich habe mir ja Pizza versprochen. Naja, ich glaube, die haben Pizza noch zu Hause. Dann werde ich jetzt mal zur Kasse gehen. Brot habe ich ja jetzt. Was ist Köja morgen? Ich glaube, für den habe ich auch was. Ja, das war unser kleines Einkaufen. Einmal Brot. Ich gehe jetzt erstmal zur Kasse und es ist total komisch hier zu filmen. Also bis gleich. So, da ich ja jetzt kein Heu für euch habe, zeige ich euch die Sachen, die ich für meine Mama gekauft habe. Zweimal Wassereis, das liebt sie total gerne. Dann zwei Brötchen für meinen Papa heute. Eine Gurke, zwei Äpfel, das sind so Granny Smith Äpfel. Die sind ein bisschen saurer. Dann habe ich zwei Bananen. Dann habe ich nochmal Cola geholt. Mein Vater trinkt immer Cola. Dann einmal Tomaten-Gemüsesaft von meiner Mutter. Muss ich ja ein bisschen gesünder ernähren, ne? Dann einmal hier so einen Orangensaft. Der ist aber, ich weiß nicht, ob ihr es seht, der ist so ein bisschen rötlicher. Ich weiß nicht, Blutorange. Dann normalen Multivitaminsaft. Und einen Kirschsaft. Und dann habe ich gerade schon was in den Kühlschrank gestellt. Und zwar habe ich ein Salatdressing geholt, Knoblauchdressing. Und dann hier so ein Salat, den muss sie halt nicht schneiden. Genau. Und noch das Bauchfleisch, meine Mutter. Oh nein. So, meine Mutter isst total gerne Bauchfleisch. Und wartet mal. So, jetzt ist es auch scharf. Meine Mutter isst total gerne Bauchfleisch. Deswegen habe ich ihr drei Stück mitgebracht. Genau, das habe ich für meine Eltern geholt und halt ein paar Getränke noch so und ein Wasser und so. Und ja, aber für euch habe ich leider für mich kein Haul. Bei uns wird es heute Pizza geben und zwar, wo habe ich sie denn? Da. Hier, so eine Fertigteigpizza. Ja, aber es muss ja einfach mal schnell gehen. Und die belegen wir dann mit allem Möglichen halt, was wir alles so hier haben, was wir haben wollen und genau, Mia will mir eigentlich gleich mithelfen. Ben ist hier und überhaupt nicht mehr müde. Eben gerade war er noch total nölig bei Lidl und Tito wollte einfach nicht... Achso, er spielt mit meinen Fotos. Super. Ich hatte da meine Fotobox vergessen stehen zu lassen. Ich dachte auch, das wäre ein Spielzeug gerade. Nee, ich habe vorhin mit Luisa ein paar Fotos angeguckt. Ja, aus unserer Kindheit, wo wir in Otterndorf waren, im Zeltlager. Genau, und da habe ich dann stehen lassen. Hupsi. Stellst du sie weg, Liebling? Ja, danke. Genau, also wir machen ja jetzt Pizza und dann essen wir, glaube ich, einen Gurkensalat oder so dazu. Und ich hole jetzt mal die Mia, dass sie mir beim Belegen helfen darf. So, die Pizza ist jetzt zwar fertig, aber Kai und ich haben uns gerade schon wieder angezickt. Und er hat einen tollen Spruch gemacht, mach mich nicht für deinen scheiß Tag verantwortlich. Und ja, ich hatte gar keinen scheiß Tag, aber Kai nervt mich gerade richtig. Und deswegen zicken wir uns einfach an und jetzt habe ich keinen Bock mehr zu essen. Und sowas sollt ihr natürlich auch mitbekommen. Es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen bei uns. Und deswegen gehe ich jetzt ins Bett. Und ja, die Kinder essen jetzt so um. Es ist jetzt auch schon total spät. Es ist schon fast 8:30. Und ja, Mia und Ben essen jetzt. Koya macht jetzt die Kinder quasi Bett fertig und ich gehe jetzt ins Bett. Und ja, ich finde es halt voll kacke, dass er sowas sagt. Mach mich nicht für deinen scheiß Tag verantwortlich. So, weißt, wisst ihr, das geht mir halt auf den Nerven. Koya und ich zicken uns an und dann sagt er sowas, ne? Also, ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch mehr dazu sagen wollte. Ich wollte euch nur sagen, ja, mein Tag ist jetzt gelaufen. Ich gehe jetzt ins Bett und bin nölig und zickig und kann mich mal am Arsch lecken. Ist einfach so, sorry für die Herrlichkeit, aber... Und deswegen sehen wir uns morgen wieder und, ja, bis morgen. Was ist denn das, Ben? Ich spiele so oft.
Ich hab doch über den Ben gefragt, nicht die mir. Der kann nicht reden. Hallo, meine Lieben. Papa. Nein, nein. Wir probieren mal, ob das gleich passt. Ben, kannst du auch mal mit dem Fett probieren? Darf ich mal probieren, Ben? Ja, Ben, kann man gucken. Ben? Passt nicht. Schmeckt das? Nur die Füße passt. Nur die da hinten. Ben, nicht damit weglaufen, Dicker. Musst du da wieder reinmachen. Guck mal, Ben. Guck mal, so und so.